Fünffacher Weltmeister Benjamin Karl hat Geschichte geschrieben. Seit knapp einer Woche ist er der erfolgreichste Snowboarder bei Weltmeisterschaften. In Rogra holte der 35-Jährige seine 10. Medaille bei Großereignissen. Jetzt beide gleich auf. Was für ein Match, was für ein Finale. Die letzten Tore, leichter Vorteil von Promegger. Promegger oder Karl, die letzten Tore, das wird ein Hundertstel-Finish. Und Benjamin Karl gewinnt mit 900 Sekunden Vorsprung sein 5. WM-Gold. Wir haben den Wahl-Osttiroler nach seiner Rückkehr von der WM in Lienz zum Interview getroffen. Jetzt ist die WM doch ein paar Tage vorbei. Mit welchen Gefühlen bist du zurückgereist nach Lienz? Was ist so in den letzten Tagen passiert in deinem Kopf vielleicht? Ja, ganz ehrlich, also wie ich da über die Ziellinie gefahren bin bei der Weltmeisterschaft, das war schon so einer der schönsten Momente in meiner ganzen Karriere, weil ich seit acht Jahren jogge quasi den 5. Weltmeistertitel hinterher und man weiß dann nicht mehr, ob das sich das auch wirklich ausgeht nur in dem Snowboarderleben, in der Karriere. Weil es hat nur einen Platz ganz oben, im obersten Treppchen. Und dementsprechend war das ein unglaublicher Moment. Und gleich als zweites habe ich natürlich meine Familie vermisst. Ich habe die Kleine, die da hinten im Hintergrund spielt und laut ist, die habe ich schon 3 Wochen nicht mehr gesehen. Und die war K1, da war ich im Spatzennest in Lienz, war sie K1. Und ich habe dann, wie kurz daheim war, zwischen Training und WM, in der Wohnung bei uns übernachtet. Ich bin quasi in die Quarantäne gegangen und dann habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich daheim schlafen darf und dass ich da ja, die Familie wieder sehe. Das war das Zweite. Du bist jetzt mit dem 5. Titel der erfolgreichste WM-Snowboarder der Geschichte. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, es ist mir immer um Rekorde gegangen, nachdem ich so Grundsätzliches erledigt habe, nachdem ich Olympiamedaille daheim gehabt habe, einen Weltmeistertitel, Gesamtweltcup-Siege, war es irgendwo dann, was mich noch am Leben erhalten hat, was mich noch zusätzlich motiviert hat, waren Rekorde zu jagen. Und dazu hat eben so der 5. Weltmeistertitel gehört, dazu gehört noch Olympiamedaille, dazu gehören noch ein paar Weltcup-Siege. Das sind die Sachen, die mich jetzt noch motivieren. Ja. Was hast du sportlich in der ganzen Saison jetzt gelernt? Weil es waren ja doch eben zuerst ein paar Tiefen dabei und dann zum Schluss passenderweise die Höhen. Aber hat dir das als Sportler nochmal was mitgegeben? Hast du noch was gelernt? Auf jeden Fall, das ist eine gute Frage. Ich habe ja eigentlich wie die letzten Saisonen auch, ich fahre am Anfang der Saison bei den ersten Rennen im Dezember immer aufs Stockerl, also die letzten Saisonen immer. Starte ich sehr gut in die Saison und es kommt dann über Weihnachten, da ist ein bisschen so ein Loch vom Training her, da ist dann Familie und alles ist so lieb, die Spannung fällt ab. Und da fällt es mir dann irgendwie schwer, dass ich im Jänner die Leistung bringe und habe dann in der Mitte der Saison meistens ein bisschen ein Loch. Und um das, wir sind dann schon 7 Monate dauert unsere Saison, das musst du dir vorstellen, wir fangen Ende August an, am Gletscher zu fahren in die Schweiz. Und sind dann 7 Monate auf Schnee. Für mich ist es quasi 7 Monate lang Winter. Und das ist eine sehr lange Zeit, vor allem je älter man wird, ist das einfach vielleicht eine zu lange Zeit. Und da probiere ich jetzt nächste Saison daraus zu lernen, dass die Motivation über die ganze Saison gleich hoch bleibt und auch das Energielevel gleich hoch bleibt, einfach später anzufangen. Erst von August bis November nur die Trainingskurse zu machen, die mir gefallen, wo das Wetter vielleicht gut ist und wo ich unbedingt auf Schnee gehen will, wo ich auch weiß, das Gebiet taugt mir, wo wir hinfahren und so weiter. Und dann erst wirklich im November anzufangen, so jede Woche wirklich dabei zu sein mit dem Team und mitzutrainieren. Okay. Hat dir jetzt in Rogla, hat dir da vielleicht bei der WM deine Routine geholfen oder hast du da irgendwie so eine Art neue Spontanität lernen müssen? Obwohl ich jetzt die letzten Jahre im Riesendorlauf erfolgreicher war und auch heuer im Riesendorlauf schon gewonnen habe und sehr erfolgreich war im Riesendorlauf, ist trotzdem habe ich jetzt dadurch, dass ich so viel Arbeit hineingesteckt habe in den Slalom, weil mich das so gefuchst hat, weil ich den Slalom genau gleich gern habe wie den Riesendorlauf und mir Slalomfahren extrem gut taugt, habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich da nochmal das Material, meine Technik und alles so verfeinere, dass ich fast jetzt bei der WM den Slalomschwung besser im Kopf habe.
Also wenn ich die Augen geschlossen habe und mir Snowboarden vorgestellt habe, habe ich fast den Slalomschwung mehr im Gefühl gehabt, als wie den Riesentalaufschwung. Und das hat sich dann bei der WM auch so dementsprechend ausgewirkt. Ja. Jetzt eine andere Frage, würdest du sagen, dass die Snowboarder im Weltcup momentan generell ins Alter gekommen sind? Oder spielt im Snowboard-Alter jetzt eine untergeordnete Rolle? Beziehungsweise sieht man ja auch in anderen Sportarten, wie Tom Brady jetzt in deinem Fall, dass man auch mit 40 oder noch älter sogar noch erfolgreich sein kann. Ist ja der Andy Pomeka. Tom Brady ist vielleicht das allergeilste Beispiel, weil den kennt jeder, also Weltstar, Superstar. Ich glaube, wir sind eine neue Generation. Jede Generation von uns wird noch ein bisschen älter, ist noch länger fit. Und so kann man es bei uns auch sagen. Wenn uns Verletzungen nicht stoppen, ja, dass wir nicht mehr können, weil ist der Rücken nicht mehr mitspielt, weil die Knie nicht mehr mitspielen, was auch immer, was oft bei den Skifahrern der Fall ist, dass sie einfach halbe Krüppeln sind, wenn sie aufhören und deswegen einen Sport nicht mehr ausüben können. Das ist bei uns, Snowboarden ist relativ im Verhältnis zu anderen Sportarten nicht so verletzungsanfällig. Und ich kann sagen, ich bin topfit, ich bin 35, ich bin, frag mal einen 60-Jährigen, ob er 35-Jähriger alt ist. Nicht? Also ich fühl mich jung genug und sehr leistungsfähig und die Motivation, die brennt auch in mir. Und die Sache, dass bei uns im österreichischen Team, muss man sagen, sind die älteren Semester eher die stärkeren, aber es gibt andere Nationen, da sind sehr wohl die Jungen sehr, sehr stark, vor allem die Russen zum Beispiel. Ja. Der Loginov ist dreifacher Weltmeister als 21-Jähriger und die Natrischina ist jetzt 17 Jahre alt und ist Weltmeisterin geworden in Rogla. Dann gibt es noch die Polen zum Beispiel, die jetzt gut aufgezeigt haben. Die sind auch noch recht jung, die sind einfach auf Anfang 20. Also da, es mischt sich schon durch. Das ist nur bei uns jetzt auffällig in Österreich, dass die Jungen da noch nicht so angeschlossen haben an unsere Leistungen. Ja. Eben der Loginov, es ist ja irgendwo auch ein bisschen ein Generationenkampf mittlerweile. Weißt du, fragt der die manchmal um Rat zum Beispiel, gilt der? Nein, also vor allem die Russen, die musst du dir vorstellen, die sprechen fast kein Wort Englisch, also die meisten davon. Es gibt zwei, drei Russen, die sprechen, meistens die Mädels, die sprechen extrem gut Englisch dann wieder. Und die Männer, also da ist ganz schwer zu verständigen, da gibt es nur ein Hi und so und Congratulations und ganz schwierig mit denen zu kommunizieren, aber ja, ich glaube, die haben der Andrei Sobolev ist ein sehr guter, schon renommierter Fahrer bei den Russen. Ich glaube, die suchen dann eher im eigenen Lager nach Rat. Okay. Der WM-Titel bringt dir der jetzt nur sportlich sentimental was oder auch finanziell? Nein, natürlich, es ist jeder Erfolg ist im Vertrag geregelt mit Erfolgsprämien und so weiter. Das ist hat auch nichts mit Alter zu tun. Das, ja, Erfolg bleibt Erfolg und das ist natürlich finanziell ist das schon immer gut. Und auch für mich eine Motivation. Für mich war Geld immer schon eine Motivation, weil einfach nie Geld daheim war. Ich bin in einer kleinen 75 Quadratmeter Wohnung aufgewachsen in Niederösterreich. Meine Mutter ist Volksschullehrerin, alleinverdienend und hat damals zwei Jobs annehmen müssen. Ist nur IFES Umfrageninstitut hat sie noch gearbeitet und hat Umfragen gemacht, damit sie sich das meine Ausbildung überhaupt leisten hat können. Also da muss ich schon sagen, da für mich war Geld immer Motivation. Wenn das irgendwer nicht sagt, der hat wahrscheinlich immer genug Geld gehabt. Ja. Wie groß war der Druck vor der WM? Wirklich? War da überhaupt Druck noch da für die? Man macht sich eigentlich den Druck dann selbst. Ja, und nachdem, also vom ÖSV her, nachdem die Skifahrer so erfolgreich waren und die Goldmedaillen und generell Medaillen auch so hereingeregnet sind beim österreichischen Skiverband, glaube ich, ist der Druck jetzt nicht extrem auf uns gelastet, aber natürlich, es sind schon Erwartungen da, aber ich bin alter Fuchs, was Großereignisse betrifft. Für mich ist das eigentlich ein Rennen, das leichter zu gewinnen ist wie jedes andere, weil es dürfen nur 4 pro Nation starten, das heißt, das Teilnehmerfeld ist kleiner als normal. Und dementsprechend, also sage ich natürlich nur spaßhalber, aber ja, ich bin da einfach sehr fokussiert die letzten Wochen, bereite mich immer sehr, sehr akribisch auf so große Ereignisse vor, auch mental, und dann bin ich eigentlich am Start nicht nervöser als bei einem anderen Weltcuprennen. War das jetzt vielleicht deine schönste WM-Medaille bis jetzt? Oder welche würde ich sagen, hat für dich emotional den höchsten Wert? Die erste auf jeden Fall, weil das erste Mal Weltmeister werden, da,
das ist natürlich so ein Knackpunkt in der Karriere, wo man weiß, das hat man jetzt, das verliert man nicht mehr, die liegt daheim, ein bisschen zerkratzter wie die momentane, ja, von den ganzen Partys und wo man es halt überall mitschleppt dann, ja. Dann muss ich sagen, ganz ehrlich, die Goldmedaille von 2013, das war meine schlechteste Weltcup-Saison, die ich je gehabt habe. Also da war ich nicht unter die Top 16 im Riesentaler von der Slalom, da war ich unter ferner Liefen wirklich. Also da war eine Katastrophensaison für mich. Und da bin ich dann genau in der Saison in meinem Wohnzimmer in Stoneham in Kanada. Da bin ich, glaube ich, 5 Weltcuprennen gefahren und davor habe ich 4 gewonnen. Dort war dann die Weltmeisterschaft zu meinem Glück und hab dort Weltmeister werden dürfen. Das war auch sehr emotional und ein sehr schöner Trostpflaster in diesem Augenblick. Aber diese Medaille, die 5., das Alleinstellungsmerkmal, der erfolgreichste Snowboarder aller Zeiten zu sein bei Weltmeisterschaften jetzt einmal, das ist schon ein Ziel, auf das ich seit über einem Jahrzehnt jetzt oder ein Jahrzehnt hinarbeite und das ist schon ja, ganz was Besonderes. Okay, bleiben wir vielleicht gleich bei den Zielen. Wie schaut es mit Olympia aus? Olympia Gold, ist das nur eine offene Rechnung von dir oder hast du das Thema ad acta gelegt? Nein, das habe ich nicht ad acta gelegt. Das ist auf jeden Fall eine offene Rechnung, die ich noch habe. Und da, mit der Motivation der Goldmedaille von heuer werde ich das Ziel ab spätestens Anfang April, wenn es wieder losgeht, mit meiner Vorbereitung dann wieder starten. Okay, das ist übrig dann meine nächste Frage, ob du schon ans Aufhören denkst. Man denkt in meinem Alter jeden immer wieder mal ans Aufhören, ja, in regelmäßigen Abständen, beziehungsweise denkt man, was macht man danach und bereitet sich schon auf eine Karriere nach der Snowboard-Karriere vor. Aber in Wirklichkeit, es ist ein Job. Ja. Ich mache meinen Job sehr gut. Ich habe in meiner Jugend, in meinem Kindesalter sehr viel geopfert, hineingesteckt, um dort zu stehen, wo ich heute stehe und das leichtfertig einfach hinter sich zu lassen, weil irgendwer sagt, ich bin zu alt oder so, war vollkommener Humbug, war Blödsinn, war ja ein Trottel, wenn ich das mache, ganz einfach. Dann vielleicht noch ein anderes Thema zum Abschluss, dein Fitnessstudio, wie ist das angelaufen? Du darfst wahrscheinlich auch mit deinem Konzept nicht aussperren, aber wie war so die erste Zeit mit deinem Fitnessstudio? Ja, ich habe ja am 29. August aufgesperrt, Athletic Heroes in der Beckett's. Und glaube ich, 2 Monate später haben wir wieder zusperren dürfen. Und in der Zwischenzeit natürlich war es nicht so leicht, dass ich da in der kurzen Zeit Kunden akquiriere. Aber ich bin alles in allem, habe ich keinen Druck. Die Geräte stehen drin. Ich nütze das jetzt da perfekt, um mich selbst dort fit zu machen. Ich habe den ganzen Winter dort drinnen trainiert. Darf ja selbst natürlich hinein ins Fitnessstudio. Und ich freue mich schon wieder, wenn Leute kommen und sich interessieren auch. Können jederzeit vorbeischauen und ja, das ist so ein kleines Baby, wo man sich einfach ein Spielplatz für Große. Super, noch ein Danke fürs Gespräch. Danke sehr.